So, hallo zusammen. Man hatte mich jetzt kurzfristig gebeten, ich war letzte Woche noch im Urlaub, ob ich irgendetwas zum Thema Verarbeitung von Ätzteilen sagen könnte, also die dazugehörigen Werkzeuge. Habe ich gesagt, mache ich gerne. Da gibt es eine Fülle von verschiedensten Werkzeugen, die man eben halt hier für nutzen kann. Ich will jetzt hier keinesfalls den Anspruch erheben, hier alle zu erwähnen, ist eigentlich nicht machbar. Jeder, denke ich, hat so auch seine eigenen Methoden, seine eigenen Techniken entwickelt und die sind in der Regel auch nicht schlecht. Ich möchte einfach nur eben halt bestimmte Sachen einfach mal kurz darstellen. Es geht eben halt hier um diese Foto-Ätzteile und als erstes starten wir mal damit, die müssen ja nun mal hier aus dieser Platine hier raus. Was nimmt man am besten? Also es gibt also durchaus Kollegen, die versuchen hier mit einer entsprechenden Zange die Dinger hier rauszuschneiden. Immer schon wieder gesehen, was ich hier mache, wenn ich das hier versuche durchzukneifen, ich kneife es weg. Das heißt, ich drücke es, ich presse es, ich verändere es, das Teil ist kein gutes Zeichen. Es gibt natürlich entsprechend Top-Werkzeuge, die schneiden, weil, sag ich mal, Plastik hervorragend, hier einfach nicht zu gebrauchen. Beste Methode nach wie vor, meiner Meinung nach, ist einfach das scharfe Skalpell, es anzusetzen. Dann gibt es oftmals die Möglichkeit, das schlicht und einfach hier auf so eine Schneidunterlage zu legen. Ich persönlich bin da kein großer Freund von, weil diese Schneidunterlagen geben eigentlich immer irgendwie etwas nach. Wenn ich jetzt hier wieder versuche, sagen wir hier das Teil anzusetzen, runterzudrücken, ich habe es auch gleich wieder verbogen. Aufgrund dessen würde ich also einfach sagen, auch dies ist eine Möglichkeit, wenn man nichts anderes hat. Das Optimale ist einfach so eine relativ flache, harte Acrylplatte. Dann kann man jetzt eben halt das Teil auflegen und hier entsprechend schön mit der Zange abkneifen oder mit dem Skalpell abschneiden. Bei diesen Teilen hier, die ich mit der Hand noch fixieren kann, ist das ganz gut. Oft ist es eben halt so, dass ich relativ kleine Teile habe, so wie die hier. Und wenn ich jetzt hier ansetze und kneife, dann passiert in der Regel etwas, was wir alle kennen. Das Ding liegt unten auf dem Flocati und dieser Flocati, den ich ja dummerweise hier unter meinem Schreibtisch stehen habe, ist mittlerweile ein halbes Kilo schwerer, weil er voll von Teilen ist, die ich niemals wiederfinde. Dafür kann man sich dann einfach so eine kleine Platte ebenfalls aus Acryl basteln, einen kleinen Stempel draufsetzen, mit Sekundenkleber verkleben. Dieses hier jetzt entsprechend aufgesetzt an dieser Seite, da kann ich wunderbar dran entlang schneiden und habe hier ein entsprechendes Teil. Ich muss jetzt mal eben einmal hier eins kurz ausschneiden, weil ich brauche jetzt zur weiteren Bearbeitung eben halt auch dieses Teil. So, irgendwo ist noch eine Verbindung. Da. Da ist auch noch eine. Normalerweise sitze ich bei sowas mit einer Lupenbrille, weil meine normale Sehkraft kaum noch reicht. Okay, auch das nicht. Da ist auch noch eine. So. Wenn ich jetzt dieses Teil hier entsprechend habe, dann habe ich jetzt natürlich immer noch ganz kleine Punkte hier, die ansetzen und die eigentlich nicht sehr schön sind. Man sieht immer wieder, gerade bei Cockpits, dass diese Teile wunderschön, diese vorlackierten von Eduard, ausgetrennt werden, aufgeklebt werden. Und wenn ich dann anschließend das Makro sehe, dann habe ich richtig intensiv diese kleinen Nasen überall dran. Finde ich äußerst unschön und das Makro offenbart ist offensichtlich. Was macht man am besten? Abschneiden. Jetzt habe ich natürlich eine Möglichkeit, mit so einer normalen Schere hier anzusetzen. Aber wenn ich das jetzt mit dieser Schere mache, die ja relativ gerade ist, man sieht, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, ich habe jetzt direkt eine Kante rausgeschnitten. Das ist einfach etwas, was ich nicht will. Heißt einfach, gut, diese geraden Scheren sind fürs Schneiden von Papier optimal, aber sicherlich nicht für Ätzteile, denn ich kann hier einfach nicht in einem Winkel arbeiten. Dafür gibt es entsprechende, die klassische Nagelschere, gibt es mittlerweile auch optimiert, ohne dass ich jetzt Werbung machen will, von Tamiya. Eigentlich eine wunderbare, super Schere. Die hier an der Seite angesetzt, in dem entsprechenden Winkel, in dem runden Winkel geschnitten, super glatt, ich brauche eigentlich nichts mehr machen, ich merke eben halt schon, es ist komplett ab, super glatt. Gut, wenn ich jetzt merke, es ist mir immer noch nicht so, schlicht und einfach, der nächste Abschnitt ist, es gibt eben halt Feilen. Man kann Feilen in allen möglichen Arten und Weisen
irgendwo besorgen, ganz egal wo sie herkommen, sie passen. Es gibt auch die relativ gute Diamantpfeile und einfach aufgesetzt, hier über das Teil gerieben. Entsprechend hier, es ist mittlerweile auch super glatt, also ein solches Teil ebenfalls auch sehr zu empfehlen als Pfeile. Sehr oft hat man bei, wenn es jetzt Fender von Panzern sind oder irgendetwas, Teile dabei, dass man hier eine Vertiefung eindrücken muss. Zum Eindrücken dieser Vertiefung gibt es eben halt hier entsprechende Stifte. Findet man in den allermeisten Bastelgeschäften. Es gibt eben halt so, also ich gehe sehr oft bei meiner Frau mit, die ist auch basteltechnisch sehr aktiv. Und wenn die irgendwo in einen Bastelladen geht, gehe ich grundsätzlich mit und schaue, weil ich glaube, wir alle wissen, sobald wir in so einem Laden sind, finden wir tausend Sachen, die wir ebenfalls ganz gut gebrauchen können. Und dazu bieten sich einfach diese Rollerpans an, die man ansetzen kann und man kann jetzt entsprechend auf, ne, da brauche ich jetzt das Weiche für, das wird jetzt wieder nicht funktionieren, kann hier ansetzen und kann hier einfach drüber herziehen und ich habe dann von der entsprechenden anderen Seite meine entsprechende Vertiefung, die Nut, eine Auswölbung, die ich haben will. Das ist mit solchen Stiften recht einfach und schnell zu erzeugen. Gibt es eben halt in unterschiedlichen Stärken, je nachdem wie groß der Kopf ist, kann ich hier bei diesen Teilen eben halt schnell eine entsprechende Beule-Ausbuchtung erzeugen. Jetzt geht es dann zum Biegen der Teile. Oftmals etwas problematisch. Man kann die normale Zange nehmen, ansetzen, wird krumm und schief. Es gibt auch hier mal wieder von Tamiya eine entsprechende Zange, die relativ lang ist. Hier gibt es die entsprechende kurze Version, je nachdem was man hat. Man kann sich die dann entsprechend hier schön nehmen, ohne dass man jetzt weitere Biegewerkzeuge benötigt. Setzt sie an, knickt um. Man sieht es hier, das ist mehr als ein 90-Grad-Winkel. Damit kann man die entsprechenden Teile weiter biegen oder je nachdem auf den Winkel, den man jetzt exakt für sich haben will. Ja, denn bei diesem Teil sieht man, es ist eine relativ lange Stelle, die ich jetzt hier biegen müsste, so wie sie vorgegeben ist. Wie mache ich das jetzt? Wenn ich jetzt immer hier versuche, kurz zu biegen, wird etwas passieren, das komplette Teil wird vollständig verbogen sein. Dafür gibt es jetzt etwas hier auch von verschiedensten Herstellern zu sehen, diese entsprechenden Biegewerkzeuge. Die gibt es in allen möglichen Größen, Variationen. Mir selbst hat sich jede einzelne Rundung, die da vorhanden ist, auch noch nicht mal selbst erschlossen. Meistens brauche ich eben halt nur die relativ lange Schiene für die Teile. Bestimmte Rundungen, die man biegen muss, kann man eben halt hier entsprechend gegendrücken. Alles machbar. Ich versuche mal jetzt aus diesem Winkel her das etwas zu zeigen. Hier sind zwei entsprechende Zwingen. Hier setze ich jetzt das Teil entsprechend an. So, dann wird es jetzt hier fest verschraubt. Das heißt, ich kann das jetzt nicht mehr verbiegen und kann dann mit jedem beliebigen Werkzeug, mit einer flachen Zange, mit einem Skalpell, ich nehme jetzt mal hier mein Skalpell, hier entsprechend gegendrücken und dieses Teil dann entsprechend nach oben biegen und habe dann das entsprechend im 90-Grad-Winkel gekantet. So. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn ich etwas größer biegen muss, andere Teile habe, dass es auch eben halt noch entsprechende Klingen hier gibt. Die sind häufig in diesen Sets mit angeboten, die sind relativ scharf. Wenn ich jetzt ein relativ langes Teil habe, was ich biegen will, es ist jetzt hier fest eingeschoben, kante ich jetzt es hier runter, also sehr scharf, vorsichtig mit den Fingern, und kann vorsichtig untersetzen und kann das dann langsam nach oben biegen. Dadurch bekomme ich das eben halt auch in super glatt und gleichmäßig, ohne dass ich jetzt da hinterher 27 einzelne Beulen drin habe. Also auch eben halt sehr zu empfehlen. Ja, zur weiteren Verarbeitung der Foto-Ads-Teile ist dann eigentlich nur noch, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn sie weiter bearbeitet werden sollen. Einmal das Verkleben und das Verlöten. Fürs Verkleben, Sekundenkleber habe ich jetzt nicht extra mitgebracht. Jeder von euch kennt den massenhaft, da gibt es eben halt unterschiedlichste Variationen. Langsam, schnell, dünnflüssig, zähflüssig, alles was eben halt brauchbar ist. Interessant ist noch eine andere Möglichkeit, die ich noch mitgebracht habe, das ist der sogenannte Edge Grip, den die Firma Railro anbietet. Ich weiß nicht, wer von euch das Ding schon kennt. Das wird an einen Stromgenerator angeschlossen. Dann fließt hierdurch ein Strom und diese Spitze wird erwärmt.
Ich kann jetzt ein Foto-Ad-Style, was ich gelöst habe, ich nehme das mal eben wieder hier raus, hiermit entsprechend einspannen. Das sitzt dann hier dazwischen, ich drücke es runter, es sitzt fest. Und jetzt gibt es entsprechende Klebepads von der Firma Fairo. Das ist wahrscheinlich nichts anderes wie auch in diesen Heißkleberpistolen. Und die entsprechende Kante, die ich jetzt bearbeiten will, kann ich jetzt hier drüber herziehen. Der Kleber wird jetzt von dieser flachen Seite aufgenommen und er bleibt flüssig, weil durch diese Verbindung mit dem Gerät dieser Kleber in einem Heißzustand bleibt. Das Teil wärmt sich natürlich auch auf. Ich kann jetzt das Teil auf den entsprechenden Bausatz ansetzen und hebe dann jetzt einfach, es wird sofort ankleben oder leicht ankleben. Ich kann es dann einfach abziehen. Indem ich es zusammendrücke, öffne ich hier den Winkel und ziehe das Teil nach oben hin und das Teil sitzt quasi winklig auf. Wenn ich jetzt feststelle, bei so Unkleber habe ich ein riesen Problem. Einmal falsch gesetzt, kriege ich kaum noch irgendwo wirklich ab. Wenn ich das neu setzen will, ich setze ihn wieder neu auf, es wird wieder heiß, der Kleber wird wieder verflüssigt, ich kann es wieder abnehmen und kann es in der neuen Position festsetzen. Also sehr empfehlenswert als eben halt als Werkzeug auch noch zur Nutzung oder zum Verkleben von Foto-Ad-Stylen. Ja, das war es eigentlich schon zu dem Thema Werkzeuge. Es gibt Ich kann es kaum abbrechen. Also ist, für meine Begriffe klebt es intensiver als Sekundenkleber. Und ja, hiermit nicht. Es ist einfach fest verklebt und der Vorteil ist, normalerweise Foto-Ad-Teile lassen sich relativ schlecht miteinander mit Sekundenkleber verkleben. Ist hier auch nicht. Hiermit kann ich eben halt auch relativ einfach zwei verschiedene Foto-Ad-Teile miteinander verbinden und sie sind auch sehr, sehr hart miteinander verbunden. Also ich habe noch keinen Teil da wieder von aufgebrochen, es sei denn, ich habe wirklich den Grip wieder angesetzt und habe das Ganze mit entsprechenden Hitze wieder gelöst. Doch, doch, auch. Also das ist ja gerade zum Ansetzen für auf Kunststoff. Also auf jeder Basis, auf Resin oder so, ich kann das Foto-Ad halt überall aufsetzen, er klebt alles. Verläuft das auch gut in der Kleber? Eigentlich gar nicht. Der ist relativ zähflüssig, darum zieht man eigentlich hier nur vorsichtig drüber her. Man hat so einen ganz hauchdünnen Film, setzt den auf, der quillt in der Regel auch nicht an den Seiten aus, weil dafür ist er nicht dünnflüssig genug, dass er ausquillt. Sondern drückt es einfach auf. Man darf, wenn ich mir jetzt natürlich hier riesig dick was draufschmiere, dann ist zu viel. Es reicht einfach eine dünne Schicht, es reicht auch, das Teil einfach so drüber herzuziehen. Und das war es eigentlich schon. Und wenn ich dann irgendwann feststelle, zwei Tage später, es hat doch nicht funktioniert, ich habe das jetzt viel zu früh angeklebt oder ich muss es nochmal abhaben für die Lackierung oder sonst irgendetwas, ich nehme es einfach ab, setze es drauf, wird wieder heiß und ist ab. Also bislang kenne ich auch nur einen, der das in Deutschland vertreibt, das ist die Firma Fairo, die hat das auch entwickelt. Die haben ja eben halt auch mehrere, das Wachsspachtelgerät, das übrigens, wenn Sie das Wachsspachtelgerät haben, oder wenn ihr das habt, da ist ja dieser gelbe Kasten dabei. Das ist das gleiche Ding, wie dies mit eingestöpselt wird. Wenn also das Wachsspachtelgerät vorhanden ist, braucht ihr einfach nur noch, ich glaube, irgendwo 15 Euro kostet der Grip, den Grip hier dazu kaufen und eben halt den Kleber und das war's dann. Wie ist so welcher Größe von Ad-Style das machen, dass das scheiße wird? Weil letztens sieht sie wieder übertragen von dem Gerät auf das Ad-Style. Das kann ich jetzt wirklich nicht beantworten. Also ich würde mal sagen, Fender in dieser Länge, die ich damit bearbeitet habe, völlig problemlos. Also und wesentlich längere Ad-Style habe ich eigentlich noch nicht im Einsatz gehabt. Also, also hiermit hätte ich kein Problem, das zu verkleben. Also wenn ich jetzt so ein Stück hätte, keine Ahnung, habe ich noch nie probiert. Hatte ich auch noch nie die Gelegenheit zu. Absolut, ja. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.